Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier mit dem Forest Ranger Simulator. Ich habe das Spiel schon einmal angezockt im Prolog. Jetzt ist es allerdings so, dass das Spiel am 24. April erscheinen wird. Und damit geht auch mein herzlicher Dank an Freemind Games, die mir das Game zur Verfügung gestellt haben, dass ich euch das zeigen kann, wie es jetzt eben aktuell ist. Und ich muss sagen, ich habe schon mal reingeschaut, es läuft um so vieles besser. Ich habe jetzt ja die Einstellung hier auf Englisch. Ich kann natürlich auch bei den Settings hier die Sprache umstellen auf Deutsch. Ich zeige euch aber dann auch, warum ich dann wieder auf Englisch zurückgegangen bin. So, wir fangen ein neues Spiel an. Wir haben zwar schon so einiges gemacht, aber ich würde sagen, wir fangen einfach komplett von vorne an. Wir haben die Möglichkeit, eine freie Erkundung zu machen oder den Aufgabenpfad. Und ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall Aufgabenpfade. Und wir müssen natürlich auch hier ganz normal unser Tutorial durchlaufen lassen. So, erste Bereinigungen müssen wir machen. So, es war schon mal ganz gut, dass ich mich vorab ein bisschen schlau gemacht habe hier mit dem ganzen Zeug. Wenn ich auf Q drücke, dann sehe ich ja, welche Farben der Müll hat. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel auch diese Floppy Disk nehmen und kann sie hier reinschmeißen, bekommt dafür dann $2,50. Oder ich kann, weil da liegt noch eine, ich kann die auch nehmen, oder besser gesagt nicht nehmen, sondern einfach nur einmal kurz anklicken und dann wandert die in meinen Müllsack. Und links unten sieht man dann diesen gelben Rahmen. Also dieser Müllsack hat jetzt einen gelben Rahmen, weil eben dieses Stück drin ist. Soll damit hilfreich sein, und zwar, wenn ich Müll zusammensammel, dann hat alles so ein bisschen seinen Umriss. So, und jetzt habe ich hier zum Beispiel eine gelbe Box. Das Ding kann ich in den Müll schmeißen. Das da und das da. So, dann haben wir eigentlich schon alles eingesammelt, was gelb ist. Vermute ich jetzt mal. Und wenn ich dann eben zum Mülleimer gehe und rechte Maustaste halte, dann leere ich den Müll hier ein und kann quasi beim Reinschmeißen Geld verdienen. Bei diesen Teilen habe ich festgestellt, die gehören eigentlich jetzt in die rote Tonne. Es ist allerdings so, dass der noch gut erhalten ist. Von daher kann man den hier deponieren. Deswegen wird dieses Ding auch grün. Das ist nämlich der Schuppen, um Sachen über den Internethandel zu verkaufen. Und es funktioniert eben mit jedem Gegenstand, der hier grün aufleuchtet. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Okay, der wird auch grün. Das ist gut. Weil der nämlich klein war, ne? Also mit nur einer Hand, meine ich jetzt. Kann ich den auch so in mein... Ah, das wäre dann der rote Müll. Alles klar, den wollen wir aber nicht. Das wollen wir ja verkaufen, ne? Von daher legen wir das da wieder her. So, was haben wir denn da? Wird das grün? Hey, das wird tatsächlich grün. Okay. Dann legen wir es doch einfach mal da drauf. Da haben wir nochmal eine Box. Also um die Sachen aufzuheben, das wurde leider nicht geändert, muss man die linke Maustaste halten. Und man muss auch gehalten lassen. Ansonsten schmeißt man den Gegenstand eben wieder hin. Deswegen ist es relativ leicht mit dem Droppen. Es ist manchmal halt ein wenig schöner, wenn ich das einfach mit einem kurzen Klick nehmen kann und dann mit einem kurzen Klick wieder ablegen kann. Allerdings hat es ja hier den Hintergrund, dass wenn man es nur mal ganz kurz anklickt, dass man es dann in den Müllbeutel schmeißt. So, was ist das da? Kann man das auch noch verkaufen? Nein. Okay, und was bist du? Du bist rot. Okay, dann einmal hier rein bitte. $5,20. Wunderbar. Feuerlöscher sollte ich mir gleich ins Inventar tun. Was haben wir hier? Vogelfutter. Nehmen wir auch gleich mal mit. Ich glaube, man hat 10 Plätze oder sowas. Also wenn ich auf E drücke, dann kann ich im Grunde mit dem Mausrad auswählen, was ich nehmen möchte. Zum Beispiel jetzt das Vogelfutter, dann muss ich nochmal E drücken. Und wenn ich sage, ich habe genug, dann drücke ich wieder E und es wandert wieder ins Inventar. Gut gemacht, finde ich.
Also wirklich gut gemacht. So, hier haben wir ein paar blaue Gegenstände. Was ich auch gut finde, was wir jetzt anscheinend so mit reingebracht haben, das ist mir vorher nämlich nicht so aufgefallen. Ich habe jetzt halt quasi nur blauen Müll gesammelt. Und ich habe ja noch keinen blauen Container, aber ich kann mit einem Rechtsklick diesen Müllbeutel einfach daher schmeißen. Also ich muss nicht Rechtsklick halten und dann leere ich den aus, sondern einfach nur mal Rechtsklick und dann schmeiße ich den Müllbeutel dahin. Also alles, was ich da im Grunde schon gesammelt habe. Bei Lila bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Noch was, Lila? Nö. Gemischt. Ich weiß nicht, ob das jetzt da ist. Ui, es war nein. Auch nein. Ah, okay. Sorry. Da brauche ich noch die Container, die zwei. Das da müsste Normalmüll sein und normal und normal. Aber die sieht man fast nicht, ne? Die sieht man fast nicht. Da war auch gerade da ist irgendwas Blaues, glaube ich. Ich glaube, das ist blau. Ich lege das da nochmal her. Wenn ich es hingelegt habe, heißt es. Naja, gut. Gehen wir raus aus der Sicht. Ah, den kann ich auch so dann reintroppen. Alles klar. So, irgendwo. Habe ich das jetzt hin? Ich weiß es nicht. Okay, keine Ahnung. Ah, da haben wir noch was. Das Ding könnten wir noch in den... Warte mal, du warst... Gelb. Gelb ist da vorne. $1, wunderbar. So, und den Schrank, weiß ich nicht, ob ich den brauchen kann. Den würde ich sagen... Den schmeiße ich jetzt auch einfach mal hier weg. Tun wir jetzt auch mal hier rein zum Verkaufen. Und dann gehen wir mal an den Rechner und verticken das Zeug. Ah, okay, gut. Das war nämlich hier irgendwie in Polnisch oder irgendwas dagestanden. Und dann habe ich es umgeändert auf Englisch, weil ich mir dann dachte, okay, wahrscheinlich... passt es mit der Übersetzung nicht und ich gehe halt aufs Englische. Aber so wie es ausguckt, Moment, nee. Oder ich habe vergessen, jetzt umzuschalten. Das kann auch sein. Ich gehe nochmal rein hier. Einstellungen, wir sind hier auf Deutsch. Ja, dann passt schon. Wenn jetzt hier ab und zu mal was in Englisch dasteht, dann macht es ja nichts. So, wir verkaufen mal unser Internetzeugs. Wir können quasi jetzt hier überall sagen, jedes muss man anklicken. Und sagen, jawohl, das möchte ich bitte verkaufen. So und so. Gut. $86,70 haben wir. Wir haben zwei Mails from the Forest Foundation. Ja, genau. Wir brauchen auf jeden Fall ein Auto, um größere Sachen zu transportieren. Und hier nochmal, congratulations, you have completed the forestry tutorial. Now you can take care of your forest on your own. Also wir müssen jetzt halt im Grunde, das haben wir jetzt auf uns allein gestellt. Und, Moment hier. Und können jetzt quasi unseren Wald bewirtschaften. Und der ist groß, wie man sieht. Ich weiß nicht, was das mit den Blumen ist, wahrscheinlich wegen den Bienenstöcken, dass wir die platzieren können. Und dann haben wir hier noch ganz viele Müllpunkte und deswegen wäre es auch wirklich gut, wenn wir das Auto uns kaufen können. Das kostet auch nicht einmal viel. Das sind, glaube ich, $250. Jetzt, wenn wir noch ein bisschen Zeug verkaufen, vielleicht haben wir Glück. Ich würde sagen, wir gehen einmal in den Wald und sammeln da mal ein paar Sachen ein. Und ich glaube, das liegt doch hier auch schon was vor der Tür oder so. Nee, hier liegt nichts. Ah, wir haben hier Vogelhäuschen. Können wir dann gleich mal... Genau. Okay, gut.
Die Box wurde verkauft für 2,80 Dollar. Okay, davon werde ich nicht reich, so wie es ausschaut. 3,30 Dollar. Ist aber auch ein nicer Sound. Wohin gehst du eigentlich? Du könntest ja mal auf deine Karte schauen. Wir laufen jetzt quasi da laufen wir entlang, wo gar nichts ist. Na ja, gut, recht weit vorne ist was. Ich wollte aber in der näheren Nähe mal gucken. Ach so, Kompass gibt es da unten, alles klar. Also ich kann natürlich auch mit dem Blick hier durchlaufen, weil dann würde ich auch Müll etwas schneller sehen. Oh, da ist ein Steg kaputt. Kann ich den dann auch reparieren oder so? Wahrscheinlich, ne? Das ist jetzt eine Stelle, die ich noch gar nicht gesehen habe, also im Prolog auch nicht angeschaut habe. Gehen wir mal da weiter, ich glaube, das ist hier irgendwo mit dem Müll. Für 3,70 Dollar haben wir den verkauft. Hey, immerhin etwas, wenn ich mir denke, dass ich für die Floppy Disk 2,50 Dollar bekommen habe, als ich sie in den Müll geschmissen habe. Ja, 2,50 Dollar, toll. So, wohin läufst du? Okay, wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Nochmal 1,20 Dollar. Also es wird ein bisschen schwieriger, auf die 250 zu kommen. Ich dachte, da wären wir jetzt halt schnell. Okay, sammeln wir erst einmal alles Gelbe ein. Wir können natürlich auch gemischte Säcke machen. Das alles dann ausleeren. Und dann sortieren, wenn wir es zurückhaben. Der Specht gefällt mir. Da haben wir noch Gelb. 2,70 Dollar, gerade für die alten Dinger. Ne? Das schaut aus wie so eine alte Atari-Konsole. Damals war es ja nur noch ein Hebel nach oben und unten bewegen. So, du bist gelb. Da haben wir noch Plastik. Aber es passt wenigstens ein bisschen was rein, muss ich sagen. In die Eimer. In diese Beutel. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist... Oh, den kann ich auch da reintun. Cool. Also da haben wir einiges zu tun. Oh meine Güte, da gibt's echt viel. Also ich kann mittlerweile doch das, was ich jetzt halt gesehen habe schon von dem Spiel, kann ich es wirklich nur empfehlen. Es lässt sich so schön steuern. Ich erinnere mich an den Prolog, der tatsächlich so sein ein oder anderes Problem hatte. Wo es dann auch teilweise ein bisschen buggy war und ich gesagt habe, ich werde es auf jeden Fall mir holen, aber ich hoffe, dass die das alles noch fixen werden. Und ich habe noch keinen einzigen Fehler jetzt entdeckt. So. Wie gesagt, ich könnte auch alles in einen Sack reinschmeißen und dann wieder ausleeren, aber dann muss ich es ja dort auch wieder einsammeln, ne? Okay. Anscheinend sind hier... Ja, das sind drei Müllspots im Grunde, die wir da haben. Oh! Wenn ich bei der Karte auf Escape drücke. So. Okay. Ich glaube, wir haben dann... Schade, dass es zurückzoomt. Okay, und da sind jetzt noch blaue Sachen und so weiter. Dann würde ich sagen, wir... Ah, da haben wir noch was Gelbes. Sieht man fast nicht, ne? Teilweise sieht man es echt fast nicht. Da eventuell noch. Ups. Also ich finde das normale Laufen etwas zu... Langsam. Okay. Okay. Dich kann ich auch halten. Dann nehme ich dich mal mit. Weil das ist ja jetzt halt Papier.
Da haben wir ganz viel Papier. Tun wir doch mal den... Nein! Oh. Jetzt, gut. Tun wir doch mal ein wenig die blauen Sachen hier ein. Wobei, die blauen Sachen, die sieht man eigentlich recht gut, ne? Lieber... Jawohl. Man sieht grün gut und man sieht blau gut, ne? Hm, ich habe da doch was hingeschmissen. Okay, und jetzt ist es nämlich schon gemischt. Gemischter Müll. Ah, na gut. Komm. Dann leere ich es eben nochmal aus. Das mache ich dann aber alleine. Als Strafe, weil ich mich jetzt wieder vertan habe. Das will ich euch nicht antun. Dann tun wir einfach alles zusammenschmeißen und ich leere das dann oben aus. Und tue es nochmal sortieren. Ich denke, das ist, zeigt dann auch die Erfahrung, was schneller geht, ob ich jetzt halt einzelne Müllsäcke mache oder einfach immer alles zusammenschmeiß. Vermutlich ist es am sinnvollsten, wenn man das Auto hat, dass man dann eben die Sachen getrennt einsammelt. Und wenn man so zu Fuß unterwegs ist, dann eben einfach mal alles zusammenschmeißen. Hauptsache, man bekommt den Müll weg. Halt, warte mal, bevor ich jetzt da hinlaufe, da war noch die Flasche gelegen. Da oben gehen wir dann hin. So, es geht hier auch bei dem Erlös von dem Spiel, geht auch immer irgendwie ein Teil davon an die Forest-Stiftung bezüglich saubere Wälder und Aufforstung und so. Ich hoffe, ich sage da jetzt nichts Falsches, aber das, so war es zumindest, glaube ich, beim Prolog dabei gestanden. Da haben wir noch was. Ich hätte es fast nicht gesehen. So. Aber hier ist noch ein bisschen was. Also hier ist noch irgendwas müllmäßig. So, jetzt kann es natürlich sein, dass das wieder irgendwie was ist, was so ein bisschen in den Boden reinbackt. Und ich dann deswegen das nicht sehe. Oder das, damit ist der Müll da vorne gemeint. Das kann natürlich auch sein. Aber den kann ich nur so nehmen. Weil der jetzt wahrscheinlich zu schwer ist. Schauen wir gleich nochmal nach. So, einmal Blick drauf. Okay, es ist auf jeden Fall nicht mehr so viel. Ne? Es ist jetzt nur noch dieses eine. Und da muss ich jetzt mal gucken, wo der liegt, dieses eine drum. Warte mal, ich leg dich mal... Oder das ist das drum, was ich jetzt gerade in der Hand habe. Oh, ich drücke automatisch immer auf Escape. Okay, ich gehe jetzt mal davon aus... Nee, das muss was anderes sein. Also hier sehe ich jetzt nichts mehr. Aber es gibt halt nur die Möglichkeit mit der Taste Q. Sie haben Post. Alles klar. Das ist ein Baum, den man fällen darf, weil der krank ist oder kaputt oder was weiß ich. Da habe ich gedacht, ich habe es gefunden. Ah, da hat irgendwas geleuchtet, glaube ich. Ja, habe ich geglaubt, ne? Okay. Dann würde ich sagen, schnappen wir uns eben mal den Beutel, den wir da
zusammengesammelt haben. Ein Rehlein, den ich jetzt wohin getan habe. Oh, da haben wir noch was. Vielleicht war das auch das eine Teil. Ah, hier. Ach, ich bin das mit dem Schnaufen. Jetzt. Okay, gucken wir nochmal drauf. Da scheint immer noch ein Teil zu sein irgendwo. Jetzt haben wir einen Karton gefunden. Jetzt gucke ich aber da auch nochmal ganz kurz. Ja, ist ja gut. Jetzt weiß ich wenigstens endlich, wo dieses Hecheln herkommt. Okay, nee, dann lasst uns mal zurück. Kann ich da drüber springen? Ich will rüberspringen. Ha! Aber so geht's natürlich auch, ne? Dann einfach über den Zaun. Da ist er mal liegen lassen und dann kann ich immer noch das sortieren. So, schauen wir nochmal an die Stelle da. Das kann ja nicht sein, dass ich den Mülli-Dülli hier nicht finde. Ansonsten ziehen wir weiter an die nächste Stelle. So, nochmal drauf gucken. Also wir sind jetzt eigentlich genau in dem Eck. Und hier war, glaube ich, auch der eine Karton noch gelegen. Okay, also wenn ich es jetzt halt nicht sehe, dann gehen wir weiter. Nee, das ist nix. Okay, nee, dann schauen wir mal weiter. Dann gehen wir mal hier noch nach. Sorry, aber ich drücke automatisch auf Escape. Das ist eigentlich bei jedem Spiel so und ich drücke hier automatisch auf Escape, um da rauszugehen. Hallo, kann ich dich streicheln? Wenn nicht, dann fresse ich dich. Oh, ich komme hier nicht drüber. Ah, deswegen die Brücke, ne? So, ich wollte eh mal hier reingucken. Was hat man denn da noch alles? Ausrüstung, Fähigkeiten, Ergebnisse, Aufgaben, erste Bereinigung, Game Tutorial 1, 2, 3. Okay, Complete Tasks. Noten. Umwelt-Trivia, Atlas der Pilze, okay. Okay, und da ist so ein Überblick. Behandlung, okay, Tab, Karte des Gebiets. Okay, da wäre dann noch interessant, ob ich da vielleicht irgendwie... Ach, oder soll ich da überhaupt hin? Ja, ne? Nehmen... Ein Zeichen setzen oder sowas kann ich nicht. Hallöchen. Ich laufe zu langsam. Ich hoffe, das kann ich skillen. Weil in der Zeitlupe hier zu laufen ist nicht angenehm. Oh, hoffentlich erwische ich da alles. Zum Glück muss ich den Kasten nicht schleppen. Jetzt möchte ich nochmal auf die Map gucken. Wir sind jetzt halt gerade an der Stelle da. Das ist auch nur die einzige Stelle, ne? Das ist anscheinend dann wirklich nur hier in so einem Umkreis von ein paar Metern. Ich vermute mal, dass es ein so ein graues Ding ist, was mir da vorne noch abhanden gekommen ist. Weil ich habe nämlich den Becher jetzt auch nur durch Zufall gesehen gerade. Aber das ist ja nicht alles, was wir machen müssen. Ne? Wir müssen ja nicht nur Müll sammeln. Wir müssen ja auch schauen wegen den Bienenstöcken. Wir müssen Tierfallen müssen wir wegtun. Also gibt schon einiges. Jawohl, das war's. Und das andere ist noch da. Ne? Da fehlt noch irgendwo ein kleines Teil.
Gehen wir mal hier vor, weil mich interessiert es jetzt gerade mal wegen den Pilzen. Ob ich denn da auch die Pilze sammeln kann. Sind da welche? Ja, da ist ein Pilz. Oh, die sehe ich auch so. Aha, you have discovered a new species of mushroom. Okay, also wir haben eine neue Sorte an Pilzen entdeckt. Und wir sollen doch mal in das Pedia gucken, um zu schauen, was das ist für ein Pilz. Auf jeden Fall ist das schön. Da hauen wir uns doch mal unseren Korb voll und machen uns eine schöne, leckere Pilzcremesuppe. Wunderlecker. Also ich stehe zumindest total auf Pilze, Champignons, Steinpilz und sowas. Aber auch Austernpilz, Shiitake und was weiß ich. Ja. Haben wir schon? Okay, nice. Okay, also wir haben dieses Gebiet tatsächlich geklärt. Würde ich sagen, laufen wir Richtung Westen wieder zurück. Ah ja, habe ich ja eh da drauf auf der Map. Aber ich muss hier irgendwo... Genau, da war die Brücke. Das ist schön gemacht mit dem Füllen dieser Müllbeutel und das von dem Korb und so. Finde ich gut. Finde ich schön gelöst. So taucht es wirklich nur auf, wenn du irgendwas sammelst. Und dann füllt sich dieses Bild. Das finde ich toll. In den meisten anderen Spielen hast du ja immer irgendwie die Anzeige da. Konstant. Ja, sorry, aber ich würde gerne rennen. Ich weiß, dass du nicht so viel rennen kannst, aber... Ich hoffe, das kann ich trainieren. So. Es ist jetzt nur noch die Frage, wie bekomme ich den Korb weg? Jetzt schaue ich mal, dass ich den genau Mülleimer da hinschmeiße. Müllbeutel meine ich. So, und was mache ich jetzt mit dem Pilzen? Gute Frage, nächste Frage, ne? Kann ich die hier irgendwie droppen? Nee, okay, da geht nichts. Mit Q, das ist nur der Blick. Aber ich weiß jetzt nicht, was ich mit den Pilzen machen soll. Aber ist egal. Das werde ich rausfinden bis zum nächsten Mal. Da werde ich mich mal durchlesen. Und dann sage ich euch, wie genau das funktioniert. Ich hoffe zumindest, dass ich das kann. Alles klar. Wenn euch der Part heute gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like da, lasst Kommentare da und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Ciao, ciao.